Jo, servus die Mauer und grüß euch die Buben. Ja, ich bin wieder mal ein bisschen im Wald unterwegs. Ich will heute auch wieder gar nicht weit streichen. Also, ihr habt es gesehen, haben wir gerade so einen Stich behandelt. Gößen genug. Es ist auch wieder mal der Marcel schon im Einsatz, weil sonst habe ich das da nicht raus. Da bist du nagelt. Ja, ich will eigentlich nur eine Kleinigkeit essen. Und dann geht's wieder heim. Wir haben heute so 18 Grad, also es ist wirklich angenehm, weil vor zwei Tagen haben wir gehabt 36 Grad. Gestern hat es ordentlich angekühlt und heute ist wieder halbwegs schön. Wir haben auch schon 11:45 und der Hunger treibt mich. Also schauen wir mal. Wirklich ein schöner Tag, der gefällt mir. Da ist es relativ safe, da sind keine hohen Bäume, keine alten. Das schaut gut aus. Den werden wir einverleiben. Das ist ein bisschen windstill. Da hilft mir der Marcella sicher besser. Ah ja. So, haben wir mal wieder alles aufgebaut. Mein der Marcel rennt. Geht zwar ein bisschen ein Wind da, aber er dürfte helfen. Auf alle Fälle bin ich da muckenlos. Ja, es wird sicher neugierig sein, was es heute zum Essen gibt. Ich habe mir heute was Eigenes wieder einfallen lassen. Einmal was ganz was anderes habe ich selber noch nie gehabt draußen. Und zwar, ich mache mir heute Burger. Dazu haben wir da zwei so Laberln heute organisiert. Dann gibt es da dazu noch natürlich die Laberln, die haben wir daheim schon vorgerichtet. Zumindest meine Frau, nicht ich. Ein bisschen an Speck, der kommt rein. Ist eh klar, der darf nicht fehlen. Ich habe dann da noch ein bisschen an Salat, Gurken. Ich habe da noch Tomatenketchup. Ich habe da noch so eine Sauercreme. Dann kommt noch ein bisschen ein Gewürz drüber. Und dann müsste das eigentlich pipifeinst sein. Ja, das Ganze werden wir heute wieder am Sturmkocher machen. Das Ganze auch wieder mit einer Brennpaste. So, und jetzt fangen wir mal an, weil der Hunger ist schon groß. So, ein bisschen Brennpaste. Mal gleich anzünden. Brennpaste ist aus. Ein bisschen was brennt noch. Ist aber gleich aus. Ja, jetzt werden wir dann die Laberln kommen da dabei rein. Dann wäre mein inzwischen das Öl ein bisschen ausladen. Dann kommt noch ein bisschen Brennpaste rein, dann machen wir den Speck noch auch. So. So, da, jetzt gehen wir es einmal an.
haben wir eine schöne Lage darunter. Salat, wenn wir schön verzieren. Na, mir habe ich gefallen. So ein Palot. Naja, das macht nichts. Ein bisschen Dreck stört nicht. So, dann kommt jetzt noch ein bisschen Spickel drüber. Dann habe ich noch ein paar Gurken. Ein bisschen Ketchup, das gehört auch dazu. Und schaut der nicht lecker aus. So, machen wir das Ganze noch zu. Und jetzt geht's los. So, aber jetzt geht's los. Und ich sag einmal Mahlzeit. Grandios. Gigantisch. Prost. Oder nur mit die Pommes. Ja, aber Freunde, ich war mit vollem Mund, spricht man nicht. Ich werde die zwei jetzt einmal gleich verzwicken und dann schalte ich euch wieder dazu. Ich muss zugeben, das war jetzt sättigend. Da brauche ich jetzt natürlich einen Kaffee hin noch. Perfekt. Na, perfekt. Fertig. Ja, meine Krankensaison, werdet mal gesund. Bei dem Wetter müsst ihr einfach raus und die anderen alle gesund bleiben. Prost, Freunde. Hui. Haschisch. Ja, hat du Haschisch in den Taschen, hat du immer was zu naschen. Ne? So, ich mein Grün. Ist gleich leer. Ah, herrlich wie immer, was soll ich viel sagen? Ich wiederhole mich eigentlich immer wieder nur. Jetzt lasse ich den Ausbrenner schon langsam, trinke meinen Kaffee aus. Und dann gehe ich schon langsam wieder heim. In der Zwischenzeit haben wir es 1:30.
Was machst du da? Mein Käfchen, weg da. Ja, ich packe jetzt zusammen, da braucht es mir eigentlich nicht zuschauen, das wisst ihr, wie man zusammenpackt. Ich melde mich dann nachher wieder. So, alles mitgenommen, passt. Gehen wir. Specht. Ja, Freunde, ich bin jetzt am Ende meiner Tour angelangt. Und ich will da noch eine Kleinigkeit erwähnen. Ich bin mir noch nicht sicher, aber ich glaube, ich werde eine kleine YouTube-Pause machen. Quasi so eine Sommerpause. Und mit YouTube-Pause meine ich nicht nur keine Videos, sondern ich meine auch keine Videos schauen auf YouTube, sondern mich wirklich komplett einmal so ein paar Wochen Odrad lassen. Das heißt nicht, dass ich keine Touren machen werde, werde aber wahrscheinlich die Kamera mal einfach daheim lassen. Ein bisschen Mineral fahren und so. Die Urlaubszeit kommt jetzt sowieso. Und wie gesagt, ich bin noch im Wiegelwagel. Ich weiß nicht, ob ich es mache oder nicht. Aber ich denke, ich werde es machen. Dann kann ich wie immer nur sagen, an der Stelle Dankeschön fürs Zuschauen, fürs Mitlaufen, fürs Dabeisein. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche, schönen Tag. Man sieht sich wieder, gesund bleiben. Und servus die Malen und pfiat euch die Buben.